Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid und eingeschaltet habt. Alter, ich höre schon die ganze Zeit diesen Soundtrack vom neuen Prince of Persia und der bangt. Wir spielen heute Prince of Persia, The Lost Crown. Viele Tage vor dem Release, denn das Spiel kommt erst in einer Woche raus, am 18.01.2042. Indem er die 2024, nicht 2042. Scheiße. Mann, ich hab's voll verkackt. 30 years had passed. Oh, ist das rot. Ich bin auch ganz rot auf einmal. Da werde ich ja rot. Das ist gar nicht der Start, so wie ich ihn gespielt habe. Aber wir sind Unsterbliche. Das ist schon mal praktisch für ein Videospiel, wenn wir nicht sterben können. Hui. Ich will ein Rückwärtssalto hinkriegen. Ja, haha. Das war mein... Ich liebe die Rückwärtssalto. Und wie gestern bei Lies of P ist hier auch Parieren nicht so irrelevant. Ich habe nur vergessen, wie es geht. Oh! Okay, mach das nochmal. Okay, verdammt. Mach das nochmal. Aha! Gucken wir mal. Aktuell auf Metacritic eine 87? Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich fand es ja schon geil. Aber man hat gemerkt, dass das jetzt nicht den großen Hype hat. Dass ich auch mal ruhig ein schickes Hemd anziehen könnte für diese Feier. Nein, das ist so, manche Leute, die müssen immer ihren Oberkörper präsentieren. Weil es ist, Saigon gehört dazu. Der ist einfach stolz auf seine Gains. Oh, das wird jetzt aber schwer. Weißt du, das so ein Bossgegner, an dem ich sterben muss? Ich will nicht. Ich werde es schaffen. Ich kann es schaffen. Ich bin doch am Lesen. Ja, hä? Willst du mich komplett verarschen? Da kommen die da mit irgendwelchen Tipps, während ich schon angegriffen werde. Oh Gott, ich hab doch nicht aufgepasst, Junge. Ja, hallo, ich bin doch nicht so weit. Das ist so frech. Ja, hallo, lass das mal. Ah Gott, ich raste aus. Kann diese Tutorial-Text da bitte verschwinden? Ihr habt das wohl verstanden. Ich hab mir die Augen gerieben. Werde ich da gerade verarscht in dem Chat? Von wegen Meister des Parierens. Oh, da komme ich irgendwann hin. Irgendwann habe ich einen Doppelsprung oder sowas, dann komme ich da hin. Das Klassische bei Metroidvania. Du siehst einen Ort und denkst dir, komme ich da hin? Oder brauche ich erst noch eine neue Fähigkeit? Moment. Nein, jetzt habe ich hier diesen Geheimweg gefunden und der ist noch nicht relevant. Ich habe mich so stolz gefühlt. Und das hier zum Beispiel so eine Sache, wo ich weiß, irgendwann, I will be back. Okay, finde ich gut. Okay, ich muss jetzt hier mal echt mich ein bisschen anstrengen. Ja, Chat? Also, das kann ja so nicht weitergehen. Ich habe echt Angst vor jedem Gegner, ey. Wie bei so einem Souls-like. Ich bin schon wieder tot! Ey, Lies of P hat mir gestern so viel Selbstvertrauen gegeben. Und dieses Spiel zerstört es einfach komplett. Ah! Okay, ich muss jetzt hier legit jeden Gegner so angehen wie in einem fucking Souls Game. Das kann ja wirklich nie wahr sein. I've chatted and argued with every creature and I know every tree here. Like this one. Are they all like this? These trees are special. They're called Whack Whack. Okay, wie können wir diesen Baum nennen, den wir in unserem Spiel haben? Wir müssen ihm einen coolen Namen geben. Okay, wie wär's mit Whack Whack? Fast, was Mario sagen würde. Nutze Erinnerungsfragmente, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Nimm regelmäßig Bilder von deiner Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. I love that! Oh mein
Gott, das ist ja eine brillante Idee. Warte mal, also ich kann da jetzt ja weiter hochklettern. Und ich kann hier weiter. Was will ich denn jetzt? Es gibt mehrere Wege. Ist ja fast wie bei einem Metroidvania. So, halbt auf Wukong. Ich habe davon noch nicht so viel gesehen. Also ich bin nicht hyped, was daran liegen kann, dass ich zu wenig über das Spiel weiß. Aber die bisherigen Souls-Likes im asiatischen Setting haben mir nicht so viel gegeben. Ich weiß, dass es jetzt natürlich nicht Japan ist, sondern China. Nichtsdestotrotz. Okay, du bist insane. Du bist insane, hä? Merken wir uns das. Du bist insane. Ah, wir haben dich besiegt. Haben nur zwei Flasks gebraucht. Okay. Okay, das ist hier so richtig. Warte mal. Was war das denn? Alter, was ist das hier für eine Passage, Junge? Okay. Okay, guter Start, guter Start. Okay, top Start. Okay, perfekt. Mua. Mua. Oh, man kann direkt hier starten. Ist ja 10 von 10 cool. Gelb leuchten parierbar, rot nicht. Korrekt, ja. Das hat... Okay, das war lustig. Nach der, ich muss immer aufpassen, mit der dritten Attack-Kombo kann ich dann nicht mehr aus. Alter. Ist gut. Ist gut. Ich mache jetzt immer nur zwei Schläge. Gar kein Problem. Man muss ja nur mal kurz reinkommen in dieses ganze Game, ne? Und dann kriegt man auch easy geilen Scheiß. Father, where am I? Hey, wait. Father, what's happening to me? Wait, who are you? You just disappeared. Wait, ich bin jetzt nicht aus Versehen den korrekten Weg gelaufen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das sieht aus wie ein Wald. Okay, wir sind im Wald. Okay, wir sind im Wald. Okay, ich will erst die anderen Sachen erforschen. Okay, dann sind wir jetzt hier in diesem Wald, haben kein Feuer und nicht mehr viel Leben. Und ich habe Angst, dass gleich irgendwie... Okay, da oben kommen wir nicht hin. Ja, ich will so ein Dash oder Doppelsprung oder irgendwie sowas. Cool.
Großer Fan.